Drank's Dogma 2, mein Fazit nach 130 Spielstunden. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute reden wir über Drank's Dogma 2. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, kurze Eigenwerbung für mich. Ich streame montags, mittwochs, freitags und samstags auf twitch.tv/regrettv. Immer ab 19 Uhr bis 22 Uhr, außer am Wochenende natürlich länger. Also kommt gerne vorbei, lasst ein Follow da und wir sehen uns live auf Twitch. Kommen wir als erstes zu den Punkten, was Drank's Dogma 2 geil macht. Die Vern, der geniale Character Creator, für mich eine glatte 10 von 10. Ihr habt bestimmt schon einige Variationen von Schauspielern oder von anderen Charakteren gesehen. Hier ein paar eingeblendet. Und ich finde, das ist einer der besten Character Creator, die ich jemals gesehen habe. Kommen wir zum nächsten Punkt, das Kampfsystem. Und ich kann nur so sagen, Capcom hat mal wieder bewiesen, dass die Kämpfe drauf haben. Sei es in Monster Hunter World oder Devil May Cry. Kämpfen macht einfach Spaß. Und das ist der Fall in Drank's Dogma 2. Und wer begleitet euch im Kampf? Die Vasallen. Und großes Lob an Capcom, dass sie es tatsächlich geschafft haben, die AI so zu kreieren, dass die auch nicht komplett rumbackt. Und ich würde fast behaupten, es fühlt sich an, als würde man Koop spielen. Auch ein großes Herzstück von Drank's Dogma 2 ist die Erkundung von der Spielwelt. Jedes Mal, wenn man erkundet, hat man einfach mehr Bock, Sachen zu entdecken. Und dank der guten Vasallenmechanik und dem guten Kampfsystem macht das Erkunden umso mehr Spaß. Auch eine geile Sache in Drank's Dogma 2 ist, oder beziehungsweise sind, die Bosskämpfe. Und jedes Mal, wenn vor mir ein Greif oder ein Oger oder eine Drache steht, habe ich richtig Bock, den wegzumachen. Und das jedes Mal. Wegen dem Kampfsystem und wegen den Vasallen, und das passt einfach perfekt zusammen. Es wird nie langweilig, gegen einen Boss zu kämpfen und ihn jedes Mal platt zu machen. Es macht einfach mega Spaß. Und jedes Mal, wenn man gegen einen Boss kämpft, sieht man natürlich die hübsche Grafik von Drank's Dogma 2. Wie ich finde, ist Drank's Dogma 2 einer der hübschesten Spiele, die ich je gesehen habe. Es ist natürlich nicht perfekt, es gibt ein paar Probleme, aber es ist verdammt hübsch. Die Sichtweite von der Open World ist fantastisch. Die Lichtquellen sehen gut aus. Die Texturen von den Rüstungen sehen gut aus. Man kann einfach nicht genug haben von der Grafik. Reden wir kurz über die Open World. Capcom ist natürlich nicht bekannt dazu, Open World Spiele zu entwickeln, aber ich finde, in Drank's Dogma 2 haben die es ganz gut hinbekommen. Dank der hübschen Grafik in Drank's Dogma 2 ist die Open World super geworden. Reden wir kurz über das Endgame in Drank's Dogma 2. Ich habe gehört gehabt, dass Endgame soll schwer sein, aber so schwer ist es gar nicht. Ich bin da ungefähr mit Level 80 reingegangen und habe das Ganze mal durchgespielt. Das Endgame ist aber trotzdem eine geile Sache. Man hat im Endgame ein Zeitlimit, aber solange ihr nicht schläft, überspringt ihr auch keine Zeit. Denn die Zeit im Endgame steht still. Solange ihr nicht schläft, überspringt ihr auch keine Zeit. Die Gegner im Endgame werden ein bisschen schwieriger, droppen mehr Items und mehr Erfahrungspunkte. Es gibt neue Bossgegner im Endgame, die sind ziemlich cool designt, und kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Das Voice Acting ist ziemlich gut gemacht in Drank's Dogma 2. Auch schon wie damals im ersten Teil. Das Voice Acting ist einfach perfekt. Kommen wir zu den Zwischensequenzen. Und wieder mal hat Capcom bewiesen, dass sie Zwischensequenzen sehr gut drauf haben. Es gibt leider nicht viele Zwischensequenzen, aber wenn es Zwischensequenzen gibt, dann sind sie geil. Was ich auch gut finde bei Drank's Dogma 2 ist der Wiederspielwert, denn die Story bei Drank's Dogma 2 ist nicht perfekt, aber sie ist auch nicht die wichtigste Sache bei Drank's Dogma 2. Wegen dem guten Character Creator lohnt es sich auch, Drank's Dogma 2 immer wieder neu anzufangen. Und zum Schluss kommt natürlich das Beste, der Mod-Support zu Drank's Dogma 2. Wir haben mittlerweile 500 Mods für Drank's Dogma 2 von Quality of Life Features zu kleinen Grafikänderungen bis zu Waffenmods ist fast alles zu finden. Und das ist auch das Herzstück, finde ich. Hätten wir nicht die Modding-Community, wäre, glaube ich, Drank's Dogma 2 nicht so geil. Und ich bin gespannt, was noch alles in der Zukunft auf uns kommen wird. Und auch ich werde live auf Twitch noch mit Drank's Dogma 2 mit Mods spielen. Kommen wir nun zu den schlechten Punkten zu Drank's Dogma 2. Und leider ist Drank's Dogma 2 nicht perfekt. Es hat einige Probleme, und zwar der erste Punkt wäre die Story. Ich finde, die hätten die Story besser schreiben können, mehr umfangreicher machen können und größer machen können. Die Story ist viel zu kurz, es ist gar nicht relevant, die Story zu beachten, aber das ist auch nicht so schlimm, denn die Story bei Drank's Dogma 2 ist eher ein Nebenprodukt. Das Wichtige bei Drank's Dogma 2 ist das Gameplay und die Erkundung der Spielwelt, und die Story ist nur so ein Extra. Wie ich finde, das größte Problem bei Drank's Dogma 2 ist die Performance. Also ich weiß nicht, welche NASA-Computer die bei Capcom haben, aber die Performance, vor allem in den Städten, ist scheiße. Auf den Konsolen 30 FPS ist auch nicht gut, hätte nicht sein müssen, aber Stand jetzt, fast einen Monat nach Release, gab es immer noch kein PC-Performance-Patch, und ich hoffe, das ist bald gefixt. Auch ein schlechter Punkt bei Drank's Dogma 2 ist das Balancing. Manche Klassen sind so stark, manche Klassen sind so schwach und manche Fähigkeiten sind einfach zu schwach bei manchen Locations. Ich denke mal,
Capcom wird noch das Balancing verbessern, aber dank Mods am PC ist das schon behoben. Sprechen wir kurz über den Loot in den Kisten bei Dragon's Dogma 2. Euch ist bestimmt aufgefallen beim Erkunden, die eine oder andere Kiste hat ein bisschen zu viel Müll drin, die eine Kiste hat mal einen Fisch drin, die eine Kiste hat einen Apfel drin, die eine Kiste hat Öl drin und das, glaube ich, hätte nicht sein müssen. Also die haben, glaube ich, zu viele Kisten platziert, die keinen wichtigen Loot haben. Die hätte man, glaube ich, weglassen können. So, reden wir kurz über das Quest-Design. An sich habe ich kein Problem mit dem Quest-Design, außer dass manche Quests manchmal verbuggt sind oder dass du ausgesperrt werden kannst von Quests. Aber ich finde, manche Quests sind ohne Internet-Guides gar nicht möglich. Zum Beispiel diese Hugo-Quest, dass du ihm Arbeit beschaffen sollst. Ich persönlich hätte das nie herausgefunden, wo er arbeiten könnte. Dank Guide konnte ich es herausfinden. Was ein bisschen schade ist, aber so ist es nun mal. Und der allerletzte Punkt, was ich schade finde bei Dragon's Dogma 2, ist die Gegnervielfalt. Ja, wir haben Goblins, Echsen, Wölfe, wir haben die großen Bosse, aber leider haben wir halt Goblins klein und groß. Wir haben Echsen aus Stein, aus Gift, aus Feuer und wir haben Wölfe in klein und groß oder in rot und das ist natürlich ein bisschen schade. Ich hoffe, dass in Zukunft vielleicht ein paar neue Gegnerarten hinzugefügt werden oder spätestens im Add-on zu Dragon's Dogma 2 werden neue Gegner dazukommen. Kommen wir nun zu meinem Fazit über Dragon's Dogma 2. Ja, Dragon's Dogma 2 ist nicht perfekt. Ja, es hat einige Probleme, aber nichtsdestotrotz macht Dragon's Dogma 2 sehr viel Spaß. Ich habe jetzt 130 Spielstunden investiert und ich liebe das Spiel einfach nur. Ich habe seit 10 Jahren auf den zweiten Teil gewartet und nun ist es endlich da und ich will einfach mehr spielen. Ich bin jetzt mittlerweile Level 99, bin im New Game Plus ohne Mods und es ist einfach Liebe. Ihr könnt gerne vorbeikommen im Twitch und ich freue mich schon auf das Add-on von Dragon's Dogma 2. Ja, meine Freunde, das war's auch schon mit dem Video zu Dragon's Dogma 2. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ich hoffe, ihr spielt noch Dragon's Dogma 2. Kommt gerne in meinen Twitch-Chat vorbei. Lasst uns ein bisschen chatten, ein bisschen quatschen. Lasst einen Like da, ein Abo und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.